You ready, killer? Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Borderlands 3. Es geht wieder um das Geburtstagsevent, die Rare Spawn Hunt. Und zwar, ja, nachdem das letzte Event relativ broken war, oder besser gesagt von vielen gemeldet wurde, dass es broken ist, dass die Bosse nicht, ja, droppen, einfach eine höhere Droprate haben, wie das eigentlich ja angekündigt ist. Ich habe es letzte Woche nicht getestet, hatte auch ehrlich gesagt gar keine Zeit dafür, mir das in Ruhe anzuschauen. Zum Glück diese Woche Rare Spawn Hunt habe ich Zeit, mich drum zu kümmern, einfach mal alle Bosse oder besser gesagt alle Rare Spawns abzufarmen und zu sehen, was droppen sie denn wirklich, denn ich habe schon wieder, sage ich mal, in den offiziellen Foren relativ viel Gemecker gelesen und wollte mich jetzt einfach selber davon überzeugen, kann es sein, dass hier wirklich der Entwickler die zweite Woche in Folge ein Geburtstagsevent versemmelt hat und ich kann eine Entwarnung geben, gleich zu Beginn schon einmal die gute Nachricht, nein, es funktioniert, sage ich mal, so 90% das Event, jedenfalls bei mir. Das ist ja auch immer so eine Sache natürlich, wie viel Glück hat man mit Drops, wie viel Pech hat man mit Drops. Und deswegen habe ich einfach mal die Bosse hier, die Rare Spawns, alle gefarmt. Und zwar so lange, bis ich mein Loot hatte oder bis ich keine Lust mehr hatte. Das waren die beiden Voraussetzungen für mich selber. Habe ich das Loot, höre ich auf. Habe ich keine Lust mehr, höre ich auch auf. So, habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Habe hier vorne angefangen mit Demoscaron. Und der soll droppen ein zufälliges Shield-Mod. Und da ist bei mir gefallen, bei Versuch Numero, ich muss hier meine Liste gucken, ich habe das mir hier alles aufgeschrieben, das war Versuch Numero 5, habe ich hier das Black Hole erhalten. Ist halt eigentlich ein, ja, ein World-Drop, droppt überall, zum Beispiel natürlich auch bei der Grabwache oder sonst was. Aber auf alle Fälle, es war legendäres Loot versprochen und nach dem fünften Kill war es auch da. Und dazu noch die zweite gute Nachricht natürlich, die man dann nicht vergessen sollte. Und zwar war es ja nicht ganz sicher, wo ich die News gemacht habe zu diesem Event. Da war es ja noch nicht aktuell laufend. Und zwar gab es ja die unterschiedliche Aussage. Zum einen, die Rare Spawns werden viel, viel öfter da sein. Und es gab die zweite Aussage, die Rare Spawns werden immer da sein. Bei mir kann ich definitiv bestätigen, die Rare Spawns waren immer da. Also sie waren wirklich immer, sie sind jedes Mal gespawnt, ne? Also ich habe es ja wahnsinnig oft gemacht, um halt mein Loot zu bekommen. Und jedes Mal war der Rare Spawn auch vorhanden. Das ist also auch schon mal die gute Nachricht. Ihr geht ja an den Ort eurer Reise nicht umsonst hin, sondern ihr habt wirklich die Möglichkeit, ja, die Bosse immer wieder abzufarmen. So, wir hatten sogar eben gerade, hatten wir gesehen, eine gesalbte Version erhalten vom Black Hole. Und jetzt geht es hier nach Tarantella, der dicken Spinne. Und hier muss ich sagen, dass die junge Dame sehr großzügig zu mir war. Und zwar ist das hier momentan aktuell mein zweiter Versuch. Die blöden Fahrzeuge nerven ja immer so ein klein wenig direkt an ihrem Spawn. Und deswegen kümmern wir uns erstmal um die junge Dame fix. Und sehen da schon richtig, sehen schon wieder die richtige Farbe ist gefallen. Wie gesagt, zweiter Versuch bereits, habe ich hier Hive erhalten. Und zwar den gedachten Raketenwerfer, den die Dame droppen soll, beim zweiten Versuch bereits erfolgreich bekommen. So, gehen wir rüber zu Roadhog. Roadhog hat relativ viele Versuche benötigt, 8 an der Zahl waren es gewesen. Auch er hat hier einen bestimmten Drop, den er fallen lassen soll. Wir sehen es ja hier oben, Redline, die Shotgun, das ist der Drop, den ihr von Roadhog erhalten solltet. Und beim 8. Versuch habe ich ihn dann auch erhalten. Ist hier auch so ein bisschen Kampf, weil das ist hier wirklich keine langweilige Gegend. Natürlich, ihr seht es ja unten auch eingeblendet, aber wem es vielleicht nicht auffällt und es nicht so genau weiß, natürlich hier der Hinweis, das Ganze natürlich auf Chaos 3 gefarmt, um halt die höchsten Chancen auf Loot zu haben. Und ich habe dann auch noch über meinen Wächterränge, glaube ich, nochmal 14% zusätzliches Glück ausgerüstet, habe momentan aber kein Schmuckstück für Glück ausgerüstet, sodass das die beiden einzigen Modifier hier sind. Und damit sind wir schon drüben bei Ragman. Ragman, auch hier wieder ein, ja Gott, da war ich richtig glücklich. First Kill, First Drop. Die Nightflyer soll er droppen, direkt beim ersten Mal hat er das auch gleich direkt artig gemacht. Das fand ich wirklich super Sahne. Auch Ragman ist auch so ein Gegner, den ich nicht so wahnsinnig gerne mache. Kommt ja auch immer ganz drauf an, ja, welche Modifikationen man drauf hat aufgrund des Chaos-Modi.
des Chaos-Modus natürlich. So rum ist es in dem Fall dann doch die Einzahl. So, wir kommen rüber nach Sunken Slut. Die haben gedroppt bei Versuch Nummer 4. Also auch hier gab es das versprochene Loot nach 4 Versuchen. Und 4 Versuche finde ich wirklich sehr, sehr angenehm. Da braucht man sich gar nicht zu beklagen. Weil so ein bisschen Farming soll ja auf alle Fälle dabei sein. Es ist ja schon alleine schön, dass die Rare Spawns wirklich da sind in 100% der Fällen. Und dann sollte droppen It's Piss, das legendäre Granatenmod. Und genau das ist auch geschehen. Da hinten seht ihr es orange leuchten. Da liegt es. Beim 4. Versuch, wie gesagt, waren die Jungs hier fällig und haben das entsprechende Loot fallen lassen. So, na, gehen wir nochmal ganz kurz zu Boden, aber das macht zum Glück nichts. Der Junge steht ja noch vor unserer Nase. Neue Stärke, jetzt muss ich aber ganz kurz auf Nummer sicher gehen. Wie gesagt, also das Ding ist ja hier auch immer nicht so wirklich langweilig. Ab und zu nochmal so ein, zwei Gesalbte mit drin, wenn man Pech hat. Einer war hier gewesen, hinten seht ihr noch die lilane Statue, die er zurückgelassen hat. Und jetzt habe ich meinen Loot hier abgeholt in Konrads Schacht auf Pandora und habe It's Piss. So, wir gehen rüber nach Indo-Tyran und hier ist es so, der soll ja nur droppen eine Anpassung. Wie hier in meinem Fall zum Beispiel ein Skin. Ich weiß jetzt nicht, ob lila die richtige Farbe ist, aber er hat was droppen lassen und zwar auch hier wieder der Blick. Beim dritten Mal habe ich einen Skin erhalten, nicht legendär, sondern lila, aber ehrlich gesagt, ich glaube bei Skins finde ich jetzt die Farbe eh nicht so wahnsinnig wichtig. In was gedroppt ist, weil beim dritten Mal ist gedroppt ein Traum in blau-grün und hat damit sozusagen auch sein Versprechen gehalten mit der erhöhten Dropchance bei Respawns. So, Eldwagon Junior hat fallen lassen beim zweiten Kill. Ich habe auch diesmal den kurzen Weg genommen. Im letzten Video habe ich euch noch den bisschen längeren gezeigt. Unleash the Dragon soll er fallen lassen. Beim zweiten Mal direkt haben wir das Artefakt erhalten. Also auch hier volle Zustimmung. Das Event funktioniert. Das Zeug droppt hier auch. Sieht also sehr, sehr gut aus. Egal, das kann bei euch persönlich natürlich anders sein. Ne? Das kommt immer so natürlich drauf an. Hat man Glück, hat man Pech. Ne? Bei der ganzen Geschichte ist ja auch dabei. Deswegen vielleicht werdet ihr auch an der einen oder Stelle glücklicher sein als ich. Rogan und ihre Mütter. Wieder der Blick auf die Liste. Dritter Kill kam das Loot. Das ist also absolut wirklich vollkommen in Ordnung, beim dritten Kill hier das Loot mit nach Hause zu nehmen. Da habe ich also auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Das passt. Da leuchtet es orange. Und auch noch ein Otto-Adel ist gefallen. Sie soll hier einfach nur Artefakte zufällige fallen lassen. Hier vielleicht nochmal der Hinweis, ich glaube, das haben sie erst nachträglich hinzugefügt oder ich war blind bei dem Moment, wo der Patch rauskam. Und zwar Eldwagon Junior und hier Mother of the Grogans, das sind die beiden, wo die erhöhte Dropchance nur vorhanden ist im Chaos-Modus oder im wahren Kammerjäger. Da ist vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig der Hinweis, dass bei den beiden auf normal nicht irgendwas besonders erhöht ist von der Dropchance her, sondern nur wahrer Kammerjäger-Modus oder halt, wie gesagt, Chaos-Modi. So, wir sind mittlerweile angekommen hier beim nächsten, beim roten Jabba. Der rote Jabba war beim fünften Mal fällig. Beim fünften Mal, der soll ein zufälliges Granatenmod fallen lassen. Beim fünften Mal habe ich quasi bekommen und das ging auch vollkommen in Ordnung. Und damit kommen wir zum Unaufhaltsamen und der war nicht ganz so großzügig, das ist hier der 9. Versuch. Also erst beim 9. Mal gab es Loot. Unter 10 ist auch noch in Ordnung, da fällt es schon wieder. Und zwar genau das Shield-Mod, was er fallen lassen soll, gab es bei Versuch Nummer 9 für uns. So, die Liste wird langsam dann auch kürzer an Gegnern, die wir abzuarbeiten haben. Ich habe mir so die ich nicht ganz, obwohl Norman Bates mache ich eigentlich ganz gerne. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge ich die hier wirklich gemacht habe, aber ich weiß zum Beispiel, der nächste Maxi Trillion habe ich mir wieder ein bisschen später aufgehoben gehabt, selber persönlich, weil ich A, den langen Weg nicht mag und B, aufgrund seiner, ja, wenn er von vorne angegriffen wird, diesem, ja, Zurückwerfschild, was er da durch seine Ventilatoren macht, ist er irgendwie für mich persönlich, ich finde den relativ ätzend. Auch wenn mein Pet öfter gerne mal ablenkt, aber auch das Gegenteil ist der Fall. Deswegen lasse ich den auch mehr hier in den Granaten brutzeln, als selber Schaden zu machen. Dauert dann halt ein klein wenig, ehe der down ist. Und da war ich dann auch sehr froh gewesen, dass ich auch ihn nur zweimal legen musste, bis ich das
erwartete Loot bekommen habe, und zwar die Shotgun Horizon. Ist auch bei ihm gedacht, dass er die fallen lässt. Sorry, dass der Kampf hier wirklich länger dauert. Ich habe den, ja, ich wollte ihn jetzt nicht so wahnsinnig kurz zusammenschneiden, weil wie gesagt, aufgrund dieser Ventilatoren vorne finde ich ihn nicht so angenehm zu machen. Auf alle Fälle hier mit Flag, vielleicht mit einem anderen Charakter netter, aber so habe ich gedacht, ach scheiß drauf, ey, hau ich Granaten rein, bis er schmutzig stinkt und gut ist. Und das hat dann auch wunderbar funktioniert, wie wir hier an dieser Stelle sehen. Viel ist nicht mehr drauf auf Lebensbalken und dann sollte jetzt hier auch gleich mal orange auftauchen. Wie gesagt, zum Glück bereits beim zweiten Versuch auch hier das gewünschte Item erhalten. So, dann geht's hier gleich direkt weiter mit Alfred Hitchcock, Bates Norman Bominate, wie immer wir sagen möchten. Der war richtig großzügig zu mir, soll fallen lassen, na, obwohl ich es ja anbelangt, da ist er, den Psycho-Stabber. Jetzt bin ich auch noch runtergefallen, obwohl das ist voll praktisch, ne? Ich bin hier also mit den ganzen Gegnern runtergefallen, will dann zurück hier mit dem Fahrstuhl hochfahren und dann steht Norman Borman vor meiner Nase, um dann den Psycho-Stabber für mich zu droppen. Hat er direkt gemacht beim ersten Versuch. Also direkt das erste Mal, direkt gleich Glück gehabt. Ich möchte jetzt hier eigentlich hochfahren und da ist er schon. Da ist er vor unserer Nase, wartet drauf, gerüstet zu werden. Den Gefallen tun wir ihm. Und da, direkt erster Versuch, Item erhalten. Das ist natürlich wirklich richtig angenehm. Also da kann ich jetzt schon an dieser Stelle normalerweise wirklich sehr zufrieden sein. Die Rare Spawns sind immer da und droppen relativ zügig. Finde ich vollkommen okay. Also alles, was 10 Versuche, sage ich, passt doch. Ist jedenfalls meine Meinung, ne? Damit gehen wir rüber zum nächsten Gegner. Uris, the Mac Enforcer, hat fallen lassen beim zweiten Mal. Auch er bereits beim zweiten Mal das versprochene legendäre Item, den Masterwork Crossbow, die Sniper, fallen lassen. Auch die, das ist ein Gegner, den ich gerne. Na gut, ich habe hier auch gerade einen relativ bescheuerten Chaos-Modifikator. Und da röste ich den halt hier auch mit meinen Granaten weg, statt da selber allzu viel Schaden zu machen. Weil es einfach angenehmer ist, weil alles, was ich Schönes dabei habe, waren ja relativ hohe Widerstände da und deswegen dauert das hier ein klein wenig, bis er dann hier das zeitliche segnet, aber bereits beim zweiten Mal, wie gesagt, mit Erfolg gekrönt. Da kommt der Masterwork Crossbow, die Sniper, ich habe sie selber noch nicht benutzt, ob sie was taugt, keine Ahnung, ich habe die hier auch gerade das erste Mal erhalten, scheint dementsprechend auch kein World Drop zu sein, weil sonst denke ich mal, hätte ich die schon mal irgendwo im Inventar gehabt und damit hier von Urs und Mac Enforcer sind wir bis hierhin glücklich und zufrieden und kommen jetzt zum ersten Moment, wo es unangenehm oder besser gesagt langweilig wird. Die Power Troopers, sollen droppen. Was soll denn fallen bei den guten Jungs? Wir schauen nochmal hier kurz in der Liste nach und die Force Troopers sollen legendäre Klassmods droppen. Zufällige legendäre Klassmods. Das hier müsste ungefähr Kill 30 sein. Also 30 Mal habe ich es auf alle Fälle prämiert. Und 30 Mal versagt. Kein Drops. Kein Orange. Kein gar nichts. Nichts. Nothing Yala. Also, ich meine, was heißt nichts? Nothing Yala natürlich. So ein bisschen blau, grün, lila ist schon gefallen. Aber legendär gab es gar nichts. Ich habe 30 Versuche gemacht. Dann ist mir, wie gesagt, persönlich die Lust ausgegangen, hier noch weiter die Jungs zu farmen. Legendäre Klassmod liest sich natürlich gut. Ne? Hätte ich großes Interesse dran gehabt. Aber für mich persönlich leider komplett unerfolgreich und deswegen, wenn ihr selber schon dran gesessen habt, ja, dann sagt mir doch mal eure Erfahrung, wie gut oder wie schlecht läuft es mit der Rare Spawn Hunt diese Woche, ist es von Erfolg gekrönt oder eher nicht, habt ihr mehr Pech als ich oder ist es ähnlich oder war das Video einfach hilfreich und ihr habt euch noch gar nicht dran gesetzt, weil ihr dachtet, ach man, wird eh wieder scheiße sein und jetzt denkt ihr, okay, Mensch, der Goodie hat das getestet, das ist doch okay, das ist für mich in Ordnung, da gehe ich los und jetzt mache ich das eben doch, dann lasst den Daumen nach oben da würde ich mich sehr darüber freuen, ne? Wenn ihr den Kanal abonniert, das noch nicht getan habt, dann auch das wäre wirklich super, meine, dazu eventuell noch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video, ja, und ich würde mich freuen natürlich, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid und sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.